Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Okay. Ich habe vorhin mit Ethan gesprochen. Und er erzählte was von einer Mine, die er erkunden will. Oh Mann. Er wirkte, als wüsste er, was er tut. Aber ich dachte, ich sag es dir lieber. Dieser Bengel. Ich muss es Charlotte sagen. Gib mir einen Moment. Ethan kriegt Ärger. Wirklich? Mal sehen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hast das Richtige getan. Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay, so sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaube ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen. In unserer Familie bleiben die Hosen selten trocken. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das?
ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Ich... Danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem Mich-Anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ich habe echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und ein Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihnen. Lebenslange Übung. Du bist dran. Gut. Du hast kein Beat verpasst. Ach, warte kurz. Ja.
Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschlagen konnte! Nein, 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 nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so leid. Alles gut. Fuck. Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Am besten packe ich erstmal aus. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt.
Alex. Soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein, weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber... mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Wow, sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wenigstens habe ich mich vor ihm... Live auf Sendung, vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Live auf Sendung, vom Plattenladen aus. Wow, sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Ist das ein Schwert? Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Ein klassischer, hab die Gipswand getreten Riss. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Es sieht leider so aus, als hat Mr. John Chen San Miguel 6 Monate nach seiner Ankunft verlassen. Steht in seiner Akte zufällig seine neue Adresse? Es tut mir leid, Sir. Solche Informationen speichern wir nicht.
Danke, dass Sie das Standesamt von San Miguel angerufen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Nein, 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 nein! Hey, links! Gabe scheint gut hierher zu passen. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Okay. Wie hat er die hier hochbekommen? Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Wenigstens war ihr nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Jesse. Mein Fels in der Brandung damals in der Wohngruppe. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Ich pack den Rest später aus.
nicht dein Ernst. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen.
Gabe scheint gut hierher zu passen.